Haustiere können sehr strange sein. Vor allem Vögel. Vor allem, wenn die Haustiere auch noch Haustiere haben, dann wird's merkwürdig. Man will jetzt nicht sagen, dass Zini Haustiere hat. Oder hast du Haustiere? Please allow me to evaluate if you have raised your Pokémon properly. Als ob ich meine Pokémon aufziehen könnte, ordnungsgemäß. Ich bin doch kein Competitive-Spieler. Dummiesel. Ich habe immer noch kein Dummiesel in Schwarz-Weiß gefunden. Jetzt kommt er gleich mit Erdbeben oder so an. Dieses kleine Dirk-Pokémon. Dirk. Dirk. Tränke! Juhu! Man könnte meinen, ohne Tränke hätte man das alles schneller vor der Bühne. Aber hey, ein Schaufler und du müsstest dann weg sein. Lernst du eigentlich sowas wie Erdbeben? Und Level 42 für Parfüm. Ich wollte gerade irgendwie 32 sagen. Super. Ein Felino. Nee, Salat muss trainieren. Auch wenn das ein Wasserboden-Pokémon ist. Felino, Felino. Es reicht nicht. Nein, das reicht nicht, Frickeln. Hier, Salat. Diese Attacke, die Felino gerade eingesetzt hat. Lernen Sie. Schaufler kann zwar auch nützlich sein, um dann aus Höhlen zu entkommen, aber... Erdbeben ist strong. So strong. Dass es stark halt ist, ne? Boah, wenn ich mir hier so die Attacken ansehe, die es im normalen Spielverlauf lernt, dann bezweifle ich stark, dass es... Oder kannst du Erdbeben per TM lernen? Habe ich überhaupt TM Erdbeben? TM Erdbeben könntest du auf jeden Fall lernen. Goldini. Güldini. Ein Güldini. Das ist aber nicht so goldig. Ob es auf einem Goldfisch basiert oder... Könnte eigentlich auch auf dem Karpfen basieren, aber Goldfisch macht mehr Sens. Weil Goldfische sind ja so aussehen. Karpfen, Koi sind irgendwie so länglich. Man könnte natürlich auch so einen Koi in eine Kugel zusammenpressen, aber hey. Emolga! Hallo Flughörnchen! Du hast mir schon ein paar Mal in Schwarz-Weiß... Schwarz 2, Weiß 2 in der Elektroarena die Nerven geraubt. Weißt du das? Ich habe ja auch eine Emolga auf der Box. Aber eigentlich habe ich ja schon Mr. Flausch und Sparky als gute Elektro-Pokémon. Yay, Statik! Ist es nicht vergiftet? Evoli!
Evoli? Ich frage mich, wie ich hier Evoli zu Glaciola weiterentwickeln kann. So ein Glaciola zu haben wäre ja schön nice. Oh, Glaciola ist so ein wunderbares Pokémon. Skitty, das war Ineko, ne? Ja. Ineko! Ja. Dieses kleine Ding lässt sich ja mit Violet paaren. Das größte aller Pokémon. Wer hat sich das wohl bei Game Freak ausgedacht? Will ich es wissen? Ja. Ich würde es mal interessieren, was in den kranken Köpfen vorgeht. Oh ne, Scharbolzen. Salat, lass dich nicht von Inekos Scham um den Finger wickeln. Du bist nicht verliebt, klar? Liebe ist eine Illusion. Auch wenn das Fest der Liebe in Klammern Weihnachten sich nähert, aber du bist sowieso paralysiert. Paralyse, Paralyse. Na? Nein, starr vor Liebe. Na gut, bevor es hier noch so ein Drama wird mit den Neko. Habe ich irgendein weibliches Pokémon dabei? Ich habe das Team gut zusammengepackt, ne? Ach komm, Rita, das musst du machen. Die anderen sind gerade in Nikos Charme erliegen. Beziehungsweise, ich habe nur männliche im Team dabei, außer dich. Habe ich wirklich so viele männliche Pokémon? Ich muss irgendein Weibchen mal wieder dazu holen. Tschüss, Nico. War schön, deine Bekanntschaft nicht zu machen. Na, Lydia, was hältst du von meinem Tame? Yes, they are growing properly. I'm glad I met a superb trainer in you. I hope to see you again. But I don't want to see you again. Anymore. Forever and ever. Ja, genau. Aufweck, um Paralyse zu heilen. Chicken tut manchmal merkwürdige Sachen, die eigenartig sind. Gehen wir erstmal hier lang. Weil das dahin ist obvious der richtige Weg. I ever so closely watched you coming. Stalkst du mich? Das finde ich aber nicht so schön, weißt du das? Alvaro? Varo! Minecraft Varo confirmed! Nein! Lepu Mentas. Was hast du nochmal gestalten? Psycho? Du hast auf jeden Fall Schwebe. Na mal Gestein. Stahl. Ach komm, Rappi, das darfst du machen. Warum haben alle eigentlich Schwebe- oder Flugtypen? Bist du kein Gestein? Bist du ein Bodenpo? Nee, du bist ein Boden-Pokémon, ne? Ach, ich bin dumm, aber hey, das darfst du trotzdem machen. Wenigstens hat der Sandsturm auf Rappi keine Wirkung, also Rappi nimmt dadurch nicht Schaden.
Habe ich alles geplant, natürlich, of course. Salat nimmt ja auch keinen Schaden. Und er hat einen Übertrank. Bin überrascht es. Also mich hat es jetzt vollkommen überrascht. Es hat mich förmlich aus den Socken gehauen. Aber Chicken, du trägst doch überhaupt gar keine Socken. Mich hat es halt aus den Socken gehauen. Ja, Chicken trägt keine Socken und dann wundert sie sich, warum er kalt ist. Beziehungsweise gewesen ist die Tage. Momentan geht's ja. Mit der Temperatur. Komm, erst ich mach ein paar Crits. Oder lass ihn flitschen. Statt ja nicht irgend. Moment mal. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Da steht Crit. Oder ist damit gemeint, dass die Attacke selber? Nee. Nein. Du machst hohe Crit-Rate, nicht flinchen. Dann hätten sie nicht mal so eine Beschreibung gehört. Oder hat die Verschreibung vergeigt? Das könnte natürlich auch sein. Was sagt ein Poke-Wiki zu Luftschnitt? Ein Erfahrungspunkt zu viel, das sagt PokeWiki. Alakazam? Das war irgendwas mit Simsalas Evolutionsreihe, oder? Alakazam. Ich glaube, das war Simsala. Alakazam. Ja, Simsala. Simsala! Das wie ist Psycho-Pokémon eine schlechte Verteidigung. Aber nicht so sehr wie. Fangen wir nicht damit an. Na komm, Salat darf weiter trainieren. Hallo Simsala, du machst aber jetzt keine Mega-Entwicklung, oder? Das fände ich nicht nice. Gibt's doch keine Mega-Entwicklungen. Was kann die wissen? Ach komm, schauf dich einfach ein und was weiß der Geier. This outcome, I didn't see coming. Tja. I sure would base you hoped. Irgendwelche Büsche. Ja. Sind alle geheilt. Ah, oh, hohes Gras, in dem man nicht rennen kann. Was haben wir denn hier? Hab ich auch schon. Hab ich schon. Ja, also. Wie viele Pokémon gibt's hier nochmal? In der 5. Gen? Ich hab keine Ahnung. Welche Nummer hat Genesect, Tini? Ja. Ah, ich habe noch kein Dusselgor gefangen. Aber die Weiterentwicklung davon habe ich gefangen. Komm, irgendwelche Pokémon, die wir noch nicht hatten. Kleinstein. Wir sind hier auf einer völlig neuen Route. Könnt ihr nicht bei anderen Pokémon. Ich kann das schön für den Chicken Nugget wieder rum. Yay.